heute ist der Tag der Tage. Ich stehe hier zusammen mit dem Rektor der RWTH, Herrn Schmachtenberg. Herr Schmachtenberg, der Tag heute, ein besonderer Tag für die RWTH. Können Sie uns sagen, warum? Na klar, heute haben wir unsere Skizzen abgegeben für die nächste Runde der Exzellenzinitiative. Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen, dass wir weiterkommen. Die RWTH war ja 2007 genauso, aber auch 2012 im Wettbewerb um die Exzellenzinitiative erfolgreich. Können Sie erklären, woran das gelegen hat? Man musste damals in drei Linien gewinnen: Schulen, Cluster und in der Strategie. Und das ist uns gelungen, in allen drei Linien, in den Exzellenzclustern sogar mit der Produktionstechnik und mit den synthetischen Kraftstoffen sind wir in zwei Linien erfolgreich gewesen. In den Schulen mit ACES, der Simulationsschule, und schließlich mit der Gesamtstrategie der Hochschule. Das warum? Kriegt man das irgendwie zusammengefasst? Warum hat es die RWTH geschafft? Ich habe das jetzt rein von dem Ergebnis betrachtet. Das sind letztendlich alles Forschungskonzepte oder Strategiekonzepte. Die mussten so sein, dass sie inhaltlich stark sind, dass sie die Gutachter überzeugten. Das war ein harter Wettbewerb zwischen den verschiedenen Hochschulen. Und die einfache Antwort ist, naja, unsere Skizzen, unsere Anträge waren so gut, dass die Gutachter gesagt haben, ja, macht mal. Und auch in der zweiten Runde schon, dann wurde ja abgestützt auf das, was wir bisher in Forschungsergebnissen vorgelegt haben, und sie hat grünes Licht, macht weiter. Also insofern, wie das in der Forschung ist, man muss einfach gut sein in seinen wissenschaftlichen Feldern. Wir gehen nochmal einmal zurück und fragen nochmal nach, mit welchen Themen die RWTH tatsächlich erfolgreich war. Dann können Sie das für uns nochmal zusammenfassen. Gut, das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Jede Hochschule hat sozusagen andere Schwerpunkte. Hier in der RWTH, ich sage mal, wir sind die Technikste aller Hochschulen. Produktionstechnik, unsere Magenspeise. Da ging es um die Frage, wie kann man in Hochlohnländern heute noch produzieren? Ich glaube, sehr erfolgreiche Forschungsvorhaben, die wir da eingereicht haben. Und schließlich in den Schulen, wir haben eine wunderbare Schule im Bereich der Computersimulation aufgebaut. Die RWTH ist mitten im Wettbewerb. Sie haben aber jetzt heute die Antragsskizzen eingereicht bei der DFG. Bauen Sie da auf das, was Sie sozusagen schon erfahren haben in den letzten Initiativen, oder müssen Sie das Rad neu erfinden? Wir haben Dinge neu erfunden und wir haben Altes, Bewährtes fortgeschrieben. Ich glaube, das ist auch vernünftig. Wir werden in der Produktionstechnik, da bin ich fest von überzeugt, weiterhin Leuchtturm in der Welt sein, und wir müssen in diesen Feldern auch zeigen, wie wir es weiter beschreiben wollen. Das heißt, das ist Fortsetzung alter Themen. Aber wir haben auch neue Dinge aufgesetzt. Zum Beispiel wollen wir im Bereich des Neuromorphic Computing, also der künstlichen Intelligenz, neue Maschinen bauen. Und wir glauben, wir können das. Und deshalb haben wir auch mit neuen Themen uns vorgestellt. Mal sehen, ob die Gutachter uns folgen werden. Also das eine machen, das andere nicht lassen, ist sozusagen natürlich schon so ein Rezept. Natürlich. Okay. Was haben Sie aus der bald ja auch jetzt endenden Exzellenzinitiative gelernt? Was möchten Sie zukünftig anders oder vielleicht sogar besser machen? Also wir haben ein bisschen gelernt, das ist auch in dem Bericht von Herrn Imboden, der uns ja evaluiert hat, klar geworden, dass wir vielleicht zu viel Schnörkel an die Hochschule gebaut haben, was die dritte Förderlinie angeht, und zu wenig wirklich die Ressourcen in unsere Forschungsschwerpunkte hineingesteckt haben. Das holen wir jetzt nochmal verstärkt nach. Es ist eine großartige Chance, das jetzt zu tun. Und man muss auch sagen, es ist eine großartige Chance, weil die Regeln sich da geändert haben, sodass das dieser Bewegung entgegenkommt. Für Außenstehende, dritte Förderlinie, müssen wir mal einmal kurz erklären. Dritte Förderlinie, man musste ja in den ersten Runden der Exzellenzinitiative in einer Beantragung einer Schule, eines Clusters erfolgreich sein und dann schließlich ein Strategiekonzept für die Hochschule vorlegen. Jetzt sind die Regeln geändert worden, Schulen werden nicht mehr nachgefragt. Da sagt sozusagen die Wissenschaftsbegutachtung, das habt ihr ordentlich gemacht, das Thema ist erledigt. Cluster ist der Schwerpunkt der Forschung, da müsst ihr erfolgreich sein. Und eure Hochschulstrategie, die dürft ihr überhaupt erst einreichen, wenn ihr eure Cluster erfolgreich verteidigt habt. Das heißt, da wird heute gar nicht drüber geredet, sondern heute wird sozusagen über die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Hochschule geredet. Sind die bewährt? Können wir neue aufbauen? Und wenn wir das können, dann ist ziemlich klar für mich, dass wir in dem dann folgenden Antrag, der dann zweite Linie heißt, weil es dann nur noch zwei Linien gibt, vor allen Dingen diese Schwerpunkte verstärken werden. Da geht es dann auch um die Frage Exzellenzuniversität. Genau, da ist dann auch vorgesehen, dass der Bund in die Förderung der Hochschule einsteigt und im Grunde genommen Forschungsschwerpunkte der Universität direkt fördert. Und damit würden wir dann eine Substanz, eine nachhaltige Substanz in weltweite Sichtbarkeit, die unsere Wissenschaftsgebiete bekommen.
Welche Chancen rechnen Sie sich im Wettbewerb um den Status Exzellenzuniversität denn aus? Ich bin sehr optimistisch, weil wir bisher ganz gut performt haben und wir haben tolle Wissenschaftler in Aachen, wir haben tolle Skizzen eingereicht. Also irgendwas wird da schon dabei sein, was den Gutachtern ganz besonders gefällt. Die werden die Schwierigkeit haben, dass sie zu viel Gutes haben, um sich zu entscheiden, was nehmen wir denn nun wirklich. Aber das ist jetzt nicht meine Sorge. Ja, wir sind da sehr optimistisch. Dann drücken wir allen die Daumen. Danke für das Gespräch.